Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr in der 1.4.0.5 Version von Terraria unendlich Geld herstellen könnt. Dafür müsst ihr nur im Mehrspielermodus in irgendeine Welt reingehen. So, jetzt sucht ihr euch irgendwo eine freie Fläche. So, alles was ihr für diesen Bug braucht, ist sind zwei Holztüren, ein Felsen, zwei Tische und irgendein Material, das ihr gerne wollt. So, jetzt baut ihr erstmal so, wie ihr selber seid. Und dann ein paar Blöcke rüber. So, dass hier ein Tisch hinpasst. Und der andere Tisch, den kann man jetzt nicht platzieren. Aber so, dass der ein bisschen rot ist, nur bei einem Block. So. Dann baut ihr hier genug Platz auf, um eine Tür zu platzieren. Baut hier noch einen Block weiter für eine Wand nach oben. Dann müsst ihr hier wieder drei Blöcke aufgraben. Und das wird die Tür, womit wir uns unendlich viel Geld machen. Als nächstes müsst ihr die Tür nach außen öffnen, sodass darüber kein Block ist. Und dann einen Sandblock hier drauf platzieren. Nein, das darf nicht passieren. So. Da wieder ein Holz hin. Eine Tür. Nach außen öffnen. Sand drüber. Wenn ihr jetzt die Tür zumachen würdet, würde der Sand runterfallen. Ihr könnt die Tür nicht nach außen öffnen. Und deswegen müssen wir das hier so drauf platzieren. Gut, und wenn ihr jetzt hier einen Tisch platziert... Okay, nein. So, jetzt müsste es hier drüber sein, also hier teilweise rot sein. Das heißt, ich habe das hier eins zu weit gebaut. So, hier muss es eigentlich sein. Die Tür ist erstmal nicht wichtig, nur das hier ist wichtig. Jetzt ist es egal, wo ihr steht. Ihr müsst mit einer Spitzhacke oder Bohrer die obere rechte Ecke der Tür da unten abbauen. So, dann fällt der Sandblock runter und die Tür verschwindet, ihr bekommt sie. Und der Tisch verschwindet komplett, den habt ihr auch nicht mehr. Ja, und jetzt könnt ihr hier einen Tisch platzieren. Und dieser Tisch ist eigentlich noch da. Ihr könnt leider keine Barren auf Tisch platzieren. Deswegen könnt ihr euch einen Felsen craften. Mit ein bisschen Stein in der schweren Werkbank. Ihn hier draufstellen. Und jetzt könnt ihr hier jeden Barren draufstellen, den ihr haben wollt. Hier Titanbarren ist jetzt das teuerste, was ich finden kann. Dieses Barren werdet ihr auch nicht wiederbekommen. Also wenn ihr die jetzt abbaut, bekommt ihr den nicht wieder. Die sind komplett weg. Deswegen passt auf, dass ihr das nicht falsch baut bei sehr wertvollen Barren, die ihr noch nicht so viele habt. So, hier können wir jetzt alles hochbauen. Das ist egal, das Maximum ist 10 Barren, die man rausbekommen kann pro Klick. Jetzt bauen wir hier noch ein Holz hin, eine Türe und die andere Türe kann man eigentlich abbauen, die bringt nichts. So. Einen Sandblock könnt ihr auch abbauen, der ist auch nicht so wichtig. Wenn ich jetzt hier die Türe wird alles in einem bestimmten Radius duplizieren. Wenn ihr eben einen hohen Turm baut, dann habt ihr eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, immer 10 Barren rauszubekommen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, wie schnell das hochgeht bei der Anzahl. Und jetzt kommt es nur darauf an, wie schnell ihr klickt. Wenn ihr einmal die Tür zumacht, bekommt ihr 10, wieder öffnen, auch 10. Also wenn ihr ganz schnell klickt, oder ganz schnell klicken könnt, kriegt ihr halt in viel weniger Zeit viel mehr. Thank you.
Hier und so leicht steht er jetzt schon da. 3255 Titanbarren. Das geht wirklich mit jedem Barren. Ihr könnt sogar, also es muss nicht unbedingt nur mit Barren sein. Hier, ihr könnt das jetzt abbauen. Und ihr könntet auch Steine duplizieren. Also, die Felsen bekommt ihr dann leider nicht. Aber hier, sie werden dann einfach runterrollen. Wenn ihr das hier noch höher baut. Ja, die machen sehr viel Schaden. Aber hier. Das ist auch super im PvP. Oder in PvE bei großen Armeen. So, und jeder Händler hat verschiedene Angebote. Also hier, der Maler kauft diese Platinbarren um 6 Platin, und diese Titanbarren. Und der Pirat, das ist jetzt der teuerste, den ich habe, verkauft das um 7 Platin. Also hier, ich gebe dem jetzt einfach hier die ganzen Stacks. Und so schnell in 2 Minuten oder so haben wir 35 Platinmünzen bekommen. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viel verkauft und immer auch ein bisschen was habt, weil wenn ihr alles verkauft, müsst ihr wieder aufs Farmen gehen. Also hebt immer einen Stack auf am besten. Das war mein Video, wie ihr Items duplizieren könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da und ciao!